Warum ist da Licht aus? Chippe, chippe und chap. Ich glaube, der Ton geht nicht. Sehr hart. Ich will gleich nochmal machen. Was ist anstrengend gerade, Digga? Die tausend Sachen doch hier an. Das ist doch normal, dass es nicht geht. Hallo? Hallo, 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 hallo? Wo siehst du das? Geh mal rein in der Internet und guck mal, ob du was hörst. Stopp, man hört nichts. Wegen hier, das. Doch, jetzt hört man was. Hört man uns? Ja, okay, jetzt geht's. Oh. Will ich selber sehen, will ich selber sehen. Deinen Namen trägt mein Herz. Dein Fehlen ist mein Schmerz. Wir warten ein bisschen, Leute, bis hier was los ist, dann fangen wir an. Aber irgendwie sehe ich hier kein Live. Doch hier. Hallo? Doch hier. Ja, ja, da geht klar. Hallo? Doch hier. Ja, ja, da geht klar. Geht klar, sagst du, ja? Hast du mir das Wasser? Hast du mir das Wasser eingeschüttet? Ja, Bruder. Okay. Okay. Also Leute. Willkommen bei meinem Live mit Wild. Ihr wisst ja, ich habe ja vor einiger Zeit mit Marc von Overkill alle Therapie gedreht. Und da gab es ja ein kleines Gewinnspiel. Der Gewinner konnte irgendwie ein Jahresabo an Schuh gewinnen, jeden Monat einen Schuh. Und da habe ich mir einfach gesagt, jeder, also ich werde dann einen aussuchen, der das dann gewinnt. Den habe ich jetzt ausgesucht. Und den werde ich im Laufe der Sendung hier sagen, wer es ist, ja. Wie jetzt, Ali? Jetzt jeden Monat kriegt einer einen Schuh, oder wie? Kriegt jeden Monat einen Schuh. Egal, wie teuer der Schuh ist, aber nur in dem Laden. Ja, klar. Du meinst, er kann jetzt zu Karstadt gehen und Schuhe, oder? Okay. Auch online? Wie auch online? Die haben ja auch einen Online-Shop. Die Schuhe haben sie ja nicht im Laden. Er kriegt jeden Monat einen Schuh von Overkill. Ob er den online bestellt, ob er den so nimmt, ist doch dasselbe. Okay. Sag mal, was ist mit dir los? Sag mal, cool. Ein bisschen anstrengend hier, bitte. Da hätte ich mal mitgemacht. Hättest du mal gemacht, aber du hättest eh nicht gewonnen. Warum nicht? Weil das wäre unfair gewesen, weil ich kenne dich ja. Da hätten die Leute gesagt, der macht hier Research. Mag ich gar nicht sowas. Ja, Leute, sonst, wie geht's euch? Alles klar? Was gibt's Neues? Ich hoffe, euch geht allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ist ja alles ein bisschen schwer gerade mit Lockdown und so. Aber was wird jetzt zu machen? Leben mit weiter, oder Leute? Leben mit weiter, Mensch. So, erzähl mal ein bisschen was. Du hast ja jetzt auch du machst jetzt auch ein neues Format bei YouTube, ne? Genau. Erzähl mal, warum jetzt denn da so? Also in meinem ersten Format geht es darum, dass ich... Ach, das sind mehrere Formate jetzt. Ich werde eins nach dem anderen bringen, ja, auf jeden Fall. Also, wie viele Formate hast du jetzt schon fertig? Das ist ja die Frage. Ein Format ist auf jeden Fall fertig. Okay, erzähl mal was darüber. In dem ersten Format werde ich verschiedene Künstler. Mhm. Ich bin mir sicher, es wird... für den einen oder anderen was dabei sein. Mhm. Und ich werde die Künstler 5 unangenehme Fragen stellen, okay, auf die sie ehrlich antworten müssen. Ja. Wie willst du es wissen, ob die ehrlich antworten? Ja, man weiß es ja. Man stellt ja Fragen, wo man auch ein bisschen so im Hintergrund ein paar Sachen hört. Okay. Und ja, man recherchiert schon ein bisschen und auf jeden Fall unangenehme Fragen, was sich so bis jetzt keiner getraut hat, die Künstler zu fragen, weil sie sich das sozusagen mit den Künstlern nicht verkacken wollen. Also auf jeden Fall keine Arschkriecher-Fragen, sage ich mal so. Es werden unangenehme Fragen gestellt und ob sie beantworten oder nicht, ist halt den Künstlern überlassen, ist ja klar. Aber ich erhoffe mir davon, dass die Künstler darauf antworten. Okay. Ich habe auch schon ein paar Videos gedreht. Mit wem bin ich fragen? Das will ich erstmal noch nicht verraten, Bruder Herz. Okay. Ja. Wie heißt denn YouTube-Kanal? Mein YouTube-Kanal hat noch keinen Namen, werde ich bald verraten. Okay. Ihr könnt mir gerne auf Instagram oder auf TikTok folgen. Wie heißt du bei TikTok? Ja, mach doch mal ein bisschen Werbung, eine Sache hier, komm. Jetzt kannst du mal eine Werbetrommel so ein bisschen Action machen hier. Es waren nicht so viele Zuschauer, aber das Video wird danach auch hochgeladen. Ja. Das heißt, werden auch manche das dann gucken. Okay. Mein Instagram und mein TikTok ist derselbe Name. Das ist einmal wael.97.bln. Okay. Ja, ich werde den Namen vielleicht noch ändern, wegen sozusagen
Künstlername, aber der Künstlername wird auf jeden Fall mit YL. Ach, bist du auch Künstler? Der Künstler wird auf jeden Fall YL bleiben, ja. Also bist du auch Künstler? Ich werde zum Künstler. Was für eine Kunst ist das denn so ungefähr? Was ist für eine Kunst? Die Kunst ist es, einfach andere Künstler zu nerven, zu ärgern, zu pranken, zu einfach auf lustig. Auf lustig. Okay. Ja, wirst du ja sehen dann. Interessante Geschichte, muss ich sagen. Muss ich da auch mitmachen, oder? Lässt du mich da außen vor? Wie bitte? Muss ich da auch mitmachen, oder lässt du mich da raus? Nee, safe dabei. Safe dabei. Du bist schon... Deine Fragen sind auch schon aufgeschrieben, ehrlich gesagt. Mit dir drehe ich wahrscheinlich sogar noch heute. Also das Outfit wird wahrscheinlich dasselbe bleiben. Okay. Ja. Ja, Leute, ich wollte mal die... OL macht auf jeden Fall ein neues Format, haben wir jetzt alle mitbekommen. Finde ich gut. Warum nicht? Einfach mal was versuchen, anstatt immer nur rumzusitzen, wie andere Penner, oder? Richtig, Bruder Herz. Einfach machen. Müsst ihr euch auch mal merken da draußen. Wenn ihr was vorhabt, macht's einfach. Wenn ihr danach scheitert, seid ihr gescheitert. Wow. Davon geht die Welt auch nicht runter. Aber einfach mal machen. Ist das halt meine? Ich glaube, viele haben auch richtig krasse Möglichkeiten und also auch Talent so für manche Sachen. Aber sie machen es nicht, weil sie immer Angst haben, weil sie nicht wissen, was werden die Leute dann sagen oder denken oder so, weißt du? Wenn ihr so geschnürt seid, werdet ihr im Leben nie was erreichen. Das ist jetzt schon mal. Bruder, jetzt, ich sag dir, auf jeden Fall. Einfach machen. Einfach machen. Ich kenne das ja noch von dir damals. Da haben sich auch erstmal alle drüber lustig gemacht, erstmal. Und dann haben erstmal auch sehr viele darüber geredet und das mehr so ins Lächerliche gezogen. Und wo es auf einmal so, sage ich mal, funktioniert hat. Gefruchtet hat. Dann waren halt viele Arschkriecher an Bord, die vorher aber schlecht geredet haben. Und auch immer Bilder haben wollten für Nichten und Neffen. Ne? Genau. Ja, aber das ist einfach so. Das ist immer so ein Leben. Will Smith hat mal was Gutes gesagt. Er hat mal gesagt, wenn du was machen willst, ja, und wenn du darüber redest, musst du so richtig ernst bleiben. Man muss in den Augen sehen, dass der Typ meint es ernst. Punkt. Und das ist glaube ich, das Geheimnis an der ganzen Sache. Einfach durchziehen und einfach das ernst meinen. Weil wenn du dich nicht ernst nimmst, warum soll ich dich ernst nehmen? Richtig. Wie sagt man das? So Quatsch. Weil ich sehe viele Menschen, die wirklich gute Sachen eigentlich auf die Beine stellen können, aber es einfach nicht machen, weil sie einfach keine Ahnung haben. Irgendwie Schiss haben oder so. Ja. Oder zu sehr darauf fokussiert sind, was andere Leute. Ich habe das Gefühl, manche Menschen leben gar nicht für sich selber. Die leben nur für ihr Bild bei den anderen Menschen. Wenn du so ein Mensch bist, Dicker, dann kannst du dann pack ein. Ganz ehrlich, andere Menschen interessieren uns nicht. Ja, Leute, wir sind gerade live hier bei Ali. Live am Donnerstag mit YL. Kommt alle rein. Das habe ich mit. Warum mache ich von mir selber Bild? Ich muss doch von dem Bildschirmbild machen, ich Idiot. Mann, ey, Ali, ey, das geht echt. Konzentriere dich mal ein bisschen, Ali. Es geht gar nicht. Oh, nö. Nö. Ali, mach mal bitte Feature mit Kashimo. Kashimo. Wer ist das? Kennst du den? Ja. So, Leute. Ich bin live gerade mit YL. Peace. Wir geben gleich den Gewinner vom Overkill-Gewinnspiel bekannt. Kommt alle rein, wir unterhalten uns ein bisschen. Wir machen heute eine gute Donnerstagabendshow. So ein bisschen entspannt, auf ganz entspannt. Wisst ihr? So, Leute. Ich bin live gerade mit YL. Ey, man kann doch auch ein Swiper-Bing machen, oder? Ali, hast du Spanien gegen Deutschland gesehen? Ganz hart. Es war eine ganz harte Geschichte, aber dazu reden wir gleich mehr zum Spiel. Peace. Wir geben gleich ein Die gute Donnerstag. Ja, die Abwehr ist einfach. So, Leute, ich bin live gerade mit YL. Machen wir gleich. Peace. Wir geben gleich den Gewinner vom Overkill-Gewinnspiel bekannt. Kommt alle rein, wird rein. Ich fand das Schlimme an dem Spiel war, nicht, dass Deutschland verloren hat, weil man kann mal so einen Tag erwischen, wo man einfach mal die Hucke vollkriegt. Aber Spanien ist auch selber nicht so krass eigentlich gerade im Moment. Darum war es so schlimm für mich. Die Frage hat auf jeden Fall einen Zuschauer gestellt, damit du Bescheid weißt. Über Deutschland jetzt? Ja, genau. Ja, klar. Und dann werden halt die Stimmen wieder lauter. Dann sagen, holt Boateng und Müller und so wieder zurück. Es reicht, die jetzt sich zurückholen.
Und wenn er sich jetzt zurückholt, heißt er, alle hatten recht, er lag falsch. Und das wird er sich nicht geben. Darum wird er das richtig machen. Das ist meine Meinung. Ich kenne mich mit Fußball leider nicht so gut aus. Deswegen kann ich nicht mitreden. Ja. Ansonsten, ja, wir warten mal noch so 20, so 10, 15 Minuten, so, wa? Ja, safe. Machen wir ein bisschen Unterhaltung. Erwartet jetzt auch nichts Spektakuläres hier, Leute. Das ist einfach nur so wegen dem Gewinner vom Overkill-Gewinnspiel. Und ja, einfach mal ein bisschen quatschen, so ein bisschen gucken, was hier los ist. Ist da? Wir haben ja sonst nichts zu tun. Das sagen nur Bayern-Fans. Warum? Was habe ich denn gerade falsch gesagt? Habe ich schon was falsch gesagt gerade? Ich habe doch eigentlich nur Gutes, dazu gesagt. Mann. Sitze mit Frau und Sohn. Seid heute zu Hause in Quarantäne. Lasst mal ein paar Motivierungsgrüße da. Kopf hoch, mein Bester. Naja, also erstmal wünsche ich dir und deiner Familie natürlich nur das Beste, so. Klar, Gesundheit vor allem. Aber ich glaube, das ist doch kein Weltuntergang, oder? Aber es war mal schön, ein bisschen aufeinander zu hocken in zwei Wochen. Ist auch okay. Solange ihr euch danach nicht kaputt schlägt, du und deine Frau, passiert doch nichts. Also, naja. Hauptsache, ihr bleibt gesund. Alles andere kann man immer klären. Alles im Leben kann man klären. Außer Gesundheit kann man alles im Leben klären. Jede Streitigkeiten kann man klären. Geldprobleme kann man klären. Alles ist klärbar. Es gibt nichts, was man nicht irgendwie klären kann. Es sei denn, du bist jetzt todkrank, dann ist das natürlich scheiße. Da helfen nur noch Gebete. Well, bitte fick mich, du geile Sau. Luka Modric. Bist du schwul, Alter? Safe, Alter. Ich schäm dich. Also, Lan PA. Also hätte das noch alle. Lan PA. Lan PA. Aber wann kommt FIFA-Runde? FIFA haben wir gestern ein bisschen gespielt, so ein bisschen Warm-up gemacht. Bis nächstes Mal. War ganz lustig. Erkenschwick, ja, bald bestimmt mal wieder. Ich habe ja eine Verwandte. Ist eine schöne Ecke, aber wenn ich da bin, habe ich das Gefühl, ich sterbe bald. Warum? Das ist einfach tot. Da ist nichts. Schöne Grüße an euer Erkenschwick. Die Besten. Ach, du bist jetzt eigentlich so Influencer, kann man sagen? Oder ich weiß nicht, was das ist. Ich schließe das die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, was das ist. Also bloggermäßig jetzt. Was ist denn ein Blogger? Ach, keine Ahnung, Digga. Ich habe keinen Bock zu quatschen darüber. Was ist ein Blogger, fragt er mich. Jemand, der halt so im Internet immer so bei Instagram Bilder so postet und so bloggt, also Blogs macht und so. Ja, wenn man das so nennen kann. Also ja. Also ja. Da stimmt irgendwas nicht. Ich weiß es nicht. Oh, der Internetstar. Elias war. Safe, du kennst ihn ja noch mit Manneke auf sich ran, oder? Safe. Ja, da musst du durch, weil das musst du dir antun, tut mir leid. Da musst du durch. Gut, Adi, ich lese jetzt auch mal ein paar unangenehme Fragen vor. Unangenehme Fragen? Warum sind die Leute hier im Chat? Rheinland-Pfalz, ja. Weil sie halt im Chat sind. Pieper ist so beste Nudeln, ja, wie gerade gegessen. Ali und Nader, die besten Kfz-Mechaniker aus Oerkenschwick. Ali, hast du von den Newcomern aus Mannheim gehört? Er heißt Kanani. Zusammenarbeit mit Mille und Worst Beats. Erstmal danke, Yasin Ün. Nee, habe ich leider nicht gehört, aber kann ich mir mal angucken, nach später. Wie heißt der? Kanani, merke ich mir. Nicht Konami, sondern Kanami. Meinung zu Bushido? Das ist eine Frage, Digga. Oh, das ist hart, Digga, Alter. Sag mal deine Meinung jetzt. Oh, harte Frage, Alter. Ich meine, jemand, der jetzt hier live dabei ist, ja? Ihr könnt mir nicht erzählen, dass der zum ersten Mal bei mir live ist, okay? So, jemand, der bei Ali Moumé in den Live kommt, kann mir nicht erzählen, dass er nichts von mir weiß oder noch nie was von mir gesehen hat oder so. Wie die meisten Leute immer sagen, ey, ich kenne dich gar nicht, was machst du eigentlich? Halt dein Maul. Auf jeden Fall, dann kommst du hier in den Live-Chat rein und dann schreibst mir diese Frage, Meinung zu Bushido. Und du meinst auch noch richtig ernst. Wahnsinn, war einfach nur Wahnsinn. Finde ich wundervoll. Cashmo-Frage, was denn, ob ich Feature mit Cashmo mir vorstellen kann? Ja, warum nicht? Meinung zu Loredana.
Meinung zu Lars. Lars, guter Junge. Lars ist ein Freund, Lars ist ein guter Mensch, ich schwöre dir. Lars mag ich nach wie vor. Meinung zu Flair. Meinung. Wen interessiert denn meine Meinung, Alter? Meinung. Ist immer derselbe? Nee, es sind immer andere. Die wollen, dass Ari kommt. Ari, warum postest du nichts? Meinung zum Klima. Auf Snapchat. Früher warst du sehr aktiv dort. Oh, Walla, ich weiß nicht, das ist mir zu anstrengend, Snapchat. Ali, mach dir mal TikTok. Meinung zu Jogi Löw, dieser richtige Miese. Ja, also ich bin der Meinung, Jogi muss raus. Sei ganz ehrlich, Leute. Jogi muss raus. Guck mal, sag mal so. Irgendwann kommt mal der Punkt, wo es einfach vorbei ist. Weißt du? So ist so wie bei den Sopranos. Es ist vorbei. Such dir eine neue Serie. Wisst ihr, worauf ich hinaus bin? Die Sopranos sind vorbei. So. Und Jogi Löw, der ist Weltmeister geworden mit Deutschland. Mehr geht ja nicht. Dann kommt der Punkt, wo es einfach okay ist. Gut. Dann kam dieser riesen Misserfolg. Da hätte man zurücktreten müssen. Jetzt weitermachen. Ich denke nicht, aber. Was? Jetzt Schwester. Komm rein, Bruder. Was ist mit dir? Jawohl, wenn er nicht hier ist, keiner macht, kommt rein, aber noch genug. Hallo. Wohin? Hast du dein Essen gesehen? Wohin, Bruder? Dein Essen ist da. Geh mal essen, dann komm. Wo ist mein Essen jetzt? Wohin steht auf Tisch, Bruder? Wohin? In einer Stunde. Ist doch warm. Nein, Göteborg, nee, ich schlage Korex. Guck mal, wenn ich Korex sage, dann müssen Sie ganz genau wissen, wen ich damit meine. Nicht schlage Korex. Ali, Mediamarkt oder Saturn? Das ist mir leid. Was passiert mich mit Mediamarkt oder Saturn? Ja, egal, zurück zum Thema Yugi. Ja? Ich finde, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Muss man einsehen und einfach mal sagen, gut, danke an der Stelle, ich bin Weltmeister geworden, ich habe alle gewonnen. Also Weltmeister ist das Maximum. Und dann muss man auch mal gut sein lassen. Und nicht immer so verbissen darauf, mag ich nicht so. Also, ich kann, also auf mich wird er sowieso nicht hören, aber wenn, lass es sein, hör auf, scheiß drauf. Ist gut. Geh irgendwo in ein Land oder mach irgendwo eine Mannschaft, verdien deine Millionen nochmal. Meinst du, er wird das sehen überhaupt hier, was wir gerade hier reden? Nein, was hat er, was juckt ein Jogi Löw, Ali Boumaier, Alter? Meinung zur Börse. Geile Frage. Warte, ich weiß nicht, ob die Börse geschrieben wird. Ey, diese Meinungsfragen sind auch geil, wa? Shindy, tausendmal Shindy. Meine Meinung zu Shindy? Ja. Ich schwöre dir, ohne Witz. Ich glaube, ich habe über niemanden meine Meinung öfter gesagt als über Shindy. Und was war deine Meinung dazu? Ich habe keinen Bock, das nochmal zu wiederholen. Schöne Grüße an Shindy. Ja, Walla, schöne Grüße an Shindy, alles gut. Ja, hallo Ali. Apple ID? Oh Mann, ey. Kennst du überhaupt deine Apple ID-Passwort, Ali? Yep. Why schaust du Animes? Ja. SpongeBob Schwankopf. Animes. Alles dasselbe. Ich hab das noch nie geguckt, so eine Scheiße. SpongeBob noch nie gesehen, SpongeBob? Doch, aber Animes ist ja kein SpongeBob. Animes ist ja diese asiatische Kampfscheiße. SpongeBob Schwankopf. Auf jeden Fall. SpongeBob Schwankopf. Kannst du mal bitte aufhören, den live an dich zu reißen hier? War in Frankfurt oder Essen? Essen ist schon eine harte Stadt, Bruder. Ganz ehrlich. Jacke wie Hose. Nee, Frankfurt ist geil. Frankfurt, ich schwöre dir, Frankfurt ist nach Berlin die Nummer. Also, Berlin kommt Frankfurt. Bleib gesund. Aber und du auch, mein Freund. Ich wünsche dir alles Gute. Mit deiner Familie auch. Auf jeden Fall, Leute. Ich würde sagen, wir können langsam auch mal den Gewinner bekannt geben. Ja. Ich habe den auch schon bei Instagram gerade kontaktiert. Also noch nicht kontaktiert, aber werde ich das machen, meine ich. Leute. Der Gewinner vom Overkill-Gewinnspiel. Jeden Monat, ein Jahr lang, ein Schuh. Krass. Macht nach Adam Riese 12 Paar Schuhe. Bekommt
Warte, ich helfe, du musst jetzt. Oder du bist gerade. Okay. Kannst du mich bitte mal in Ruhe lassen? Nee. Der Gewinner ist Joshua. Er hat mit folgendem Text das Gewinnspiel gewonnen. Lieblingssneaker, Air Force 1. Weiß, warum ich? Weil ich gerne Sneaker mit Acrylfarben für mich selbst kostümiziere. Deshalb auch weiße Air Force One. Eventuell habe ich meinen letzten dezent verkackt und habe kein Geld mehr, regelmäßig neue zu kaufen. Insta, Joshua, steht unten, Abgon. Gehen wir mal bei ihm rauf. Joshua und Strich unten Abgon. Der hier ist es. Das ist er. Joshua, herzlichen Glückwunsch. Ein Jahresabo bei Overkill hast du hiermit gewonnen. Woher kommst du? Aus welcher Stadt? Musst du mir mal dann mal schreiben. Ich schreibe jetzt bei Insta an. Welche Stadt? Ich glaube nicht, dass du aus Berlin bist. Aber wenn du aus Berlin bist, wäre natürlich vorteilhafter, aber ist ja egal. Weißt du was, wenn du nicht aus Berlin bist, ich bezahle dir ein Zugticket oder Flug hierher und dann kannst du herkommen und dann gehen wir zusammen zu Overkill und machen ein schönes Video nochmal zusammen. Stark. Bist eingeladen von mir, natürlich auch mit Hotel, eine Nacht, dann übernachten. Stark. Schön, natürlich 5-Sterne-Hotel, ist ja gut, klar, also bei aller Liebe. Ja, okay, Argon. Wie ist der? Joshua. Also, du bist von mir eingeladen, nach Berlin zu kommen, falls du nicht in Berlin lebst. Mit Hotel, mit alles rum und dran. Machen wir noch ein schönes Video. Vom Feinsten. Glückwunsch an Joshua. Glückwunsch. Ein Applaus für Joshua, komm. Hey. Mucho grande. Auf jeden Fall viel Spaß damit, Dicker. Und ja, wer weiß, vielleicht werden wir in Zukunft mehr so eine Sache machen, Gewinnspiele und so, weil macht ja auch Spaß und Menschen glücklich, du machst ja was Schönes. Und ja, so, da haben wir das jetzt abgehakt endlich, dann müsst ihr mir nicht wieder tausendmal schreiben wegen dem Gewinnspiel. Ich habe euch auch den Namen gezeigt bei Insta, falls ihr denkt, ich habe irgendwas mit dem zu tun oder irgendwas ist da Link oder so. Könnt ihr alles überprüfen, nach dem Thema. Wir sind ehrliche Menschen. Und ja. Danke an Overkill auf jeden Fall. Schöne Grüße an Marc. Super geil von dir, Alter, dass du das klar gemacht hast für uns. Und ja, super. Was haben wir jetzt? 22 Stunden, machen wir ein bisschen, oder? Ja. Ein bisschen quatschen machen wir noch, oder? Na Louis, wer war hier lacht, Mensch? Jetzt klingelt das Handy. Ali, lad mich mal auch ein nach Berlin, Dicker. Beim nächsten Gewinnspiel vielleicht. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Oder wisst ihr was? Wollen wir einen einladen einfach? Irgendeinen? Wisst ihr was? Wir laden nächstes Mal auch einen ein. Am Sonntag, wenn wir live machen, alle live am Sonntag, suche ich einen raus, den ich nach Berlin einlade. Einfach so Spaß. Der soll einen Tag hier mit uns chillen, im Studio und so. Aber dann erst nach Lockdown natürlich, weil ihr wisst, Gesundheit. Safety first. Gegen welchen YouTuber oder Rapper würdet ihr gerne in den Ring steigen? Also, der Joshua hat geantwortet, er kommt aus Tettnang, Bodensee. Ich schicke jetzt mal eine Sprachnachricht bei Insta. Okay, Dicker, gut. Dann wir schreiben die Tage. Am besten machst du alles mit der Karre aus dem Büro. Lade ich nach Berlin ein, fliegst du hier ein am besten. Und dann gehen wir zu Overkill zusammen und dann holen wir uns erstmal den ersten Schuh ab. Kriegst dann, glaube ich, auch so eine Karte ausgehändigt, dass du halt diese Paare dann immer hast. Und machen wir alles mit Video, so das kann man dann auch bei YouTube hochladen, wenn du nichts dagegen hast, natürlich. Super, tschüssi, mein Lieber, viel Glück damit, viel Spaß mit den Schuhen, super, tschüssi. Ja, ist so eine schöne Sache, würde ich sagen. Hat jetzt lange gedauert, auch muss ich ehrlich sagen, bin ich noch ein bisschen selber dran schuld. Ich habe es einfach vergessen. Naja, schaut ihr UFC? Klar, ich schon. Ja, ich bin jetzt nicht so der Kampfsportfreund, also ich bin eher so der Fußballtyp, wie man auch sieht an meinem Körper. Nee, Spaß. Ja, UFC. Du guckst gerne UFC, oder? Ja. Ach, das ist ein Playboy 51. Das ist gut. Keine Ahnung. Gut, das ist nett. Was sagt ihr zu Ashraf? Bruder Herz. Guter Mensch, guter Junge. Wer gewinnt? Connor oder Dustin? Kämpfen die sicher gegeneinander? Ali, sag wann und wo. Und ich komme.
Amir Moloko, ja, wir reden nächstes Mal darüber, Bruder. Schon wieder. Die Leute nerven, Alter. Leute, wenn ich nicht rangehe, geht nicht ran. Aber das muss man nochmal raffen. Solange es jetzt nicht meine, wenn es jetzt nicht mehr, okay, bei Beziehungspartnern oder so, muss man rangehen. Aber so, Kumpel, ich gehe nicht ran. Wenn ich nicht rangehen will, gehe ich nicht ran. Punkt. Holst du die PlayStation? Ja, ich hol mir. Kann mir einer besorgen? Sponsor! Ja, ich will nicht immer auf diese Schiene kommen, weißt du? Immer diese Schiene. Nein, ich weiß nicht. Sponsor! Ich will einfach vernünftig kaufen. Mal okay, überredet. Wer sponsert uns die PlayStation 5? Ganz ehrlich, was ist Sponsor? Wenn wir sie kriegen, wir bezahlen ganz normal, was sie kostet. Ja, oder? Ich bezahle sie. Ich. Wo gibt's die? Oder wenn gibt's, ich bezahle den. Ich bezahle den Schmidt. Den Dings. Den herkömmlichen Preis. Schöne Grüße an meinen Bruder Pechmann Derbisch. Wallah, Bruder, du bist ein wahrer Freund. Ich schwöre auf alles. Ich weiß, ich habe dich letzte Zeit oft enttäuscht. Aber was du für mich getan hast, ich schwöre auf meine Mutters Tod, ist jetzt wirklich ernst. Werde ich nie vergessen. Und du weißt ganz genau, Bruder, im Leben kommt alles zurück. Pechmann Derwisch, mein iranischer Bruder. Du bist ein wahrer Bruder, Wallah. Ich küsse dein Herz, ich küsse deine Glatze. So, auf Ehr, weiter. Nächstes Thema. Bushido wird euch richten. Astaghfirullah. Nur Gott kann mich richten, du Peach, du. Geh mal jetzt lutschen bei Bushido, du Burischia. Bushido wird euch richten. Astaghfirullah. Bushido muss mal erstmal sein Leben richten. Erstmal seine Frau richten, bevor irgendwas anderes richtet. Ali, bester Mann, hast du ein gutes Herz, Habibi. Dankeschön, Habib. Albi. Grüß mal DWC. DWD kenne ich nicht. So, auf jeden Fall, worüber gerade stehen geblieben, das Thema. Naja, genau. Wir werden, ich werde wieder noch einen einladen, aber erst nach Lockdown, bitte, ja? Weil sonst kriegen wir Ärger mit der, sonst kriegen wir Ärger mit der Behörde und dann möchten wir nicht. Wir haben hier noch Ärger, möchten wir nicht. Stichwort K1. Fick. Guck mal, wie kann man es auch schreiben, ja? Schwanz. Leute, bitte. Religion, Herkunft, Hautfarbe. Ich will gar nicht jetzt auf den Dings machen, aber langweilt mich mal nicht mit so einer Scheiße. Tut mir mal den Gefallen. Woran ein Mensch glaubt, ist seine Sache, interessiert mich nicht. Woher er kommt, juckt mich auch nicht. Oder kann einer was dafür, woher er kommt? Dann hört auf, so eine Kacke zu schreiben. Mit fick das und fick dies. Langweilt mich mal nicht. Sonst habe ich gar keinen. Ganz ehrlich, sonst gehe ich gar nicht mehr live. Gar keinen Bock mehr so eine Scheiße. Ist du, ich noch zu vergeben? Nein. Was? Ob ich noch zu vergeben bin? Nein. Offiziell. War zu schnell. Ja, jetzt kommen wir, langsam Leute rein hier. Das ist ein Bachibon, die ganzen Leute. Alter, mit Enes Benatira. Warum nicht? Benatira, bester Mann. Wallah. Schöne Grüße an Enes. Nee. Manche Leute sind echt wahnsinnig, Alter. Meinung zu Mois, Adi. Das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Ein guter Junge. Was? Schöne Grüße an Mois. Wallah, ich liebe dich, Bruder. Du bist der Beste. Schöne Grüße. Du bist die Beste. Du bist die Beste von die Beste. Du bist die Beste. Wael Mafia. Auf jeden Fall. Hola, amigo. Grüße aus Hannover. Schön, was zurück. Hola, Chico. So, was wollen wir reden? Weil? Erzähl doch mal ein bisschen was, Alter. Erzähl doch mal ein bisschen. Die Leute sind doch gelangweilt. So langweilig. Was ist für ein Live hier? So langweilig, weil. Ja, die. Mach doch mal ein bisschen Stimmung. Der wie, wie war ich das auf einem FIFA-Turnier? Kacke. Echt? Bruder, erste Runde Blitzgau bin ich rausgeflogen. 18. Raus. Minute. 3-0 von. Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Ali, ich will nicht auf Boller aufdringlich sein, Boller. Aber nimm dir bitte das, diese eine Minute und höre meine Meinung. Interessiert mich, Karani, Bruder. Fandest du das damals, Ayib, dass Bushido ständig auf K... Geh mal schnell. Ich mach. Fandest du das damals, Ayib, dass Bushido ständig auf Kays Mama gegangen ist und Kay eben nicht?
auf Mütter zu gehen, ist immer, immer scheiße. Das ist schon mal klar. Boah, das war schon fünf. Wie lange ist das her? 8 Jahre, Alter? Scheiß mal drauf, Digga. Das Thema ist durch, ich weiß gar nicht mehr. Auf Mütter zu beleidigen ist nie was Ehrenhaftes oder hat nichts Gutes an sich. Grüße aus der Schweiz. Grüß Sie wohl zurück, mein Freund. Danke. Ja. Ja, außerdem, weiß nicht, das ist immer so eine Sache mit Mutterbeleidigung, wisst ihr? Kannst du doch die Worte tragen, die du sprichst, das ist die Frage. Bist du ein Mann, der die Worte tragen kann, die du sprichst? Ist Bushido ein Mann, der seine Worte tragen kann? Müsst ihr selber wissen. Ob er ein Mann ist, ist eine Frage. Und Er ist ja erstmal ein Mann, weil er hat ja einen Penis und er ist eine männliche Person. Also ist er ein Mann oder nicht? Ja. Jetzt vom Geschlecht, er ist ein Mann. Oder? Wer weiß. Bis jetzt noch, ja, bestimmt. Der hat ja viel vor, wie ich gehört habe. Mhm. Wieso sagt Shindy nicht? Keine Ahnung, frag ihn doch. Ja, viel zu berühmt, sich da einzumischen. Ja, gar keine Zeit, du. Weil spielt mal Mafia und nimmt euch auf. Habe ich schon gemacht. Kommt alles. Shindy ist im Hintergrund mit seinem Bart. Was sagt er? Shindy ist im Hintergrund mit seinem Bart. Habibi, was sagst du zum Einbruch, grüne Gewölbe und Angriff auf Remo, Habibi? Ola, Bruder, ich habe keine Ahnung, was da los war oder wer da was gemacht hat oder nicht gemacht hat. Kann ich nichts so sagen. Wer ist dieser Wael? Tja, das bist du bei Wissen, mein Freund. Guck mal, wie oft er das akribisch hintereinander schreibt. Das muss einer sein, Wallah, das muss einer sein, der dich kennt. Der Matthias! Klar. Ah, nee, doch nicht. It's 3D oder so. Meinung zur Polizei. Freund und Helfer. Ich schwöre, es gibt gute Polizisten noch. Gibt wirklich Polizisten, die sind wertfrei, korrekt, cool. Also leider davon das Gegenteil, weißt du? Und wenn du Polizist bist und deine Arbeit machst und geradeaus bist und auch fair bist, dann sollte man auch einen Polizisten respektieren. Das ist meine Meinung. Wenn du bei einem Polizisten bist, der voreingenommen ist und seine Frau nicht richtig bumsen kann und deshalb das alle auf der Straße rauslassen will, dann habe ich damit ein Problem. Aber es gibt auch genug Polizisten, die wirklich korrekt sind und einfach fair sind. Und wenn das mir einer entgegentritt mit Fairness und einfach nett zu mir ist, Dicker, dann bin ich auch nett. Dann habe ich auch Respekt vor einem Polizisten, weil ein Polizist ist auch irgendwo eine Respektperson. Weil, sind wir mal alle ehrlich, wenn es wirklich hart auf hart kommt und Kugeln fliegen, rufst du die Bullen. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Habe ich recht oder nicht? Geh in die Polizei bitte, ja? Meinung zur AfD, ey, hammergeiler Verein. Das ist für eine Frage, ja, Dicker. AfD, selbst, ich finde, die AfD ist schon ein richtig cooler Hurensohnverein. Richtig. Muss ich schon echt sagen, also. Lack Ali, Lack Schöne, Matthias, wie geht's, Bruder? Meinung zu Kofake. Was ist das? Ali. Ja, Wael, du fliegst nicht aus dem Fleischchen raus hier. Du bist gar nicht bei der Sache heute mit dem Handy beschäftigt die ganze Zeit. Geht gar nicht. Hast du mal ein Handy in der Hand gehabt? Geht gar nicht. Ich erwarte ein bisschen mehr Engagement. Einsatz. Kontakt mit Flair noch. Ja, klar, man hat alles. Immer dieselben Scheißfragen, Digga. Kontakt mit dem, Meinung zu dem. Nervt man nicht. Fitner-Fragen, wa? Voila, Fitner. Die wollen euch irgendwas Falsches sagen über irgendeinen. Einfach Fitner. Einfach dieses Feuer legen. Wahnsinn. Messi oder Ronaldo? Für mich Ronaldo. Safe. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Was ist mit dir und Kay? Wieder so eine Fitner. Das kann man so mit mir sein. Wir heiraten nächste Woche. Ja. Why else Snooze drin? Hast du Snooze? Siberia. Zeig mal. Willst du eine? Digga, nimm mal eine. Komm schon. Der wird schlecht davon, Mann. Aber das war, was mir nichts passiert. Bruder, probier doch. Aber mir wurde nicht schlecht, nicht gut, nix. Wallah, war nur gebrannt, habe ich so ausgespuckt. Spuck doch nicht aus, ein bisschen so kurz. Wie lange muss man drin lassen? 15, 20 Minuten, Minimum. Und dann? Halbe Stunde ist maximal. Bruder, ist einfach nur Nikotin. Du bist doch stark Raucher.
Komm. Du rauchst gar nicht, was machst du damit? Ich hab geraucht, ich hab auch gehört. 100? Shisha, ja. Ja. Willst du noch eine? Nein, Bruder, mach's mal. Rauch doch nicht. So, jetzt gucken wir mal, was die Snus machen, ob sie ein bisschen den Hyperaktiven aus mir rausholt. Ali, was sagt ihr zur Demo gestern? Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich halte eh nicht viel von Demos, allgemein jetzt, weil es einfach noch. Wohin? Ich fahr los, Bruder. Wohin? Soll ich verarschen, Junge? Sag mal, wo gehst du hin? Heute. Wallah. Wallah, Billa. Ich kenne dich doch, mein Schritt. Hey, ruf doch mal nachher an. Jalla. Ja, ich kenne dich, ich weiß schon, was da kommen wird. Politik, nichts wird kommen. Ruf ich nachher an. So machst du, ja, Bruder? Nachher ruf ich an, wie dein Handy aus, oder gehst du wieder nicht ran? Da muss ich dir wieder schreiben, wie ein Fanboy, Bruder. Nein. Warum gehst du nicht ran? Hallo? Wallah. War Bushidos Mutter Muslimin? Ja, natürlich. Alhamdulillah, ja. Wallah, ich sag euch eine Sache, Leute, ja. Bushidos Mutter, möge Allah ihrer selig gnädig sein, Amen. Eine Zuckerfrau gewesen. Zuckerfrau. Assalamu alaikum. Hast du Bushidos Kinder kennengelernt? Ich finde, du bist ein korrekter Typ und hast jeden Respekt verdient, Habibi. Klar, wir sind die Kinder kennengelernt. Das ist auch ein Thema, wo ich auch ein bisschen traurig wurde, sag ich euch ehrlich, wegen deinen Kindern und so. Aber scheiß mal jetzt drauf, Mann. Ist alles gut. Mir geht's doch gut, ich bin gesund, meine Familie ist gesund. Ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie. Ich habe was zu essen jeden Tag. Ist doch alles schön. Wallah. Alhamdulillah, ist doch alles Dicker, gut. Mal ganz ehrlich jetzt, unter uns. Ja. Okay, jetzt sind wir zwar nicht unter uns. Ja, nee, Alhamdulillah, uns fehlt nichts. Aber gar nichts, was hat gut. Der Typ, was hat der Typ sich angetan? Ja. Dicker, der hat einfach alles aufgegeben, sein ganzes Leben. Der hat nicht mal einen richtigen, der hat nicht mal einen Freund, den er länger als 3 Jahre kennt, neben sich. Nicht einen einzigen. Ja, das hat Leute, fragt euch mal. Abgesehen, wer Schuld hat oder wer nicht Schuld hat an dem Streit. Das Problem ist, ich bin ja auch kein einfacher Mensch, du weißt du? Weiß ich auch selber. Aber jeder, der mich ein bisschen nur kennt, weiß, dass ich ein Mensch bin, der auch seine Fehler sehen, eingestehen kann. Ich kann mich auch entschuldigen. Und es gibt keinen, der im Nachhinein über mich sagen kann, Ali ist ein so schlechter, er hat so schlecht mit mir gemacht. Gibt es nicht. Weißt du, warum? Weil, aus einem Grund, Bruder. Ich schwöre dir, weil ich ein Mensch bin, Bruder, ich habe null Probleme damit, mich für etwas zu entschuldigen, was ich falsch gemacht habe. Du kennst mich. Und wenn ich mit jemandem ein Problem habe, du weißt, wie ich bin, Bruder. Sag mir 2 schöne Worte, Wallah, alles vergessen. Vergessen. So, darum, ich sage euch nochmal, Leute, ich bin mittlerweile auch schon in ein Alter gekommen, wo ich schon manche Dinge gelernt habe, ja. Das Leben ist einfach zu kurz, um sich mit Leuten über Jahre zu streiten. Wallah, gar keinen Bock drauf. Wenn man mich nicht mag, kann man mir doch einfach aus dem Weg gehen. So, Punkt. Ja. Ich zwinge doch keinen, mit mir gut zu sein. Aber man muss ja nicht im Nachhinein so reinscheißen. Dicker, das brennt voll. Ja, ist nicht schlimm. Das schmeckt gar nicht. Das soll auch nicht schmecken. Es soll einfach mal beruhigen. Wer hat die Namen der Kinder von Ihnen ausgesucht? Ja, wer denn? Das ist ernst gerade? Er selbst. Er selbst. Er wurde gezwungen, Namen zu geben. Darauf wollt ihr hinaus, wa? Weil es diese Aussage gibt. Warum hast du ausgespuckt? Scheiße. Ist aus wie so ein Hamster. Das war gerade Verschwendung. Soll ich die 5 Euro geben? Nein. 57. Ey, die fragen, wer die Namen von verschiedenen Kindern gegeben hat. Die denken auch, was auch den Tag. Ist nicht schon ernst, oder? Du nennst ihn Gabriel, hast du mich verstanden? Du nennst ihn Samra. Ist denn ernst gerade? Wallah. Du nennst ihn Gabriel, hast du mich verstanden? Dicker, Wallah. Anna Maria wollte eine Zeit lang ihr Sohn Arafat nennen. Ja, Wallah. Das ja, Wallah. Er auch, wollte, er auch. Er und sie wollten beide ihr Sohn Arafat nennen. Aber auf einmal nicht mehr. Weil die sich dann halt irgendwann an die Haare kam und sie ihr Sohn. Wallah, es reicht. Guck mal, was er schreibt. Meinung zu Wahl. Wallah, gute Frage. Liebe Anna, so ist gut. Einer Applaus. Du hast nur Kacke bis jetzt gefragt, aber die Frage war gut. Weil kleine Fame-Bälle. Nein, Wallah, ich liebe ihn, Wallah. Bester Mann. Meinung zu AK. AK, guter Junge. Mit dem drehen wir jetzt auch alle therapiert bald. Habib Ali, grüß mal aus München. Schöne Grüße. Josh Ibrahim Mufasa. Weil nervt. Findest du, er hat sich mein Wort gesagt. Ja, Bruder, du nervst selber.
Dann guck nicht zu, du Wischer. Ja. Guck mal, er wird sauer. Ich deine Adresse, Bruder. Hier wird er platzt wegen links. Ist der Nerv gerade? Hey Dennis, ruf dich einer schon an. Ja, Bruder. Ich kenne deine Filme, ja, Bruder. Ja, Bruder, du bist nicht in der U-Bahn, mach die Tür zu. Ich bin Elin. Well, Model. Ja, well, das ist ein Hübscher, muss man sagen. Ein Hübscher bist du. Nach dir, Bruder Herz. Ali und AK wird krass, ja, wird gut. Meinung zu Manuelsen. Manuelsen. Reden wir mal über Manuelsen. Okay. Ich habe ja noch nie eigentlich öffentlich über ihn geredet. Ne? Entschuldigung für die Fitnerfrage. Hoffe, ich kann das hiermit wieder gut machen. Ach, alles gut, Moloko. Alles gut, Bruder. Manuelsen ist ein Mensch. Guck mal, ich sag euch meine Sache. Mein bester Freund oder einer meiner besten Freunde ist auch schwarz, ja. Er ist schwarzer, also aus Afrika. Und der ist in einer Gegend groß geworden mit Arabern. So. Und ihr kann mir jetzt jeder sagen, was er will, aber für einen Schwarzen unter Araber groß zu werden, ist nicht einfach. Ist einfach nicht einfach. Okay? Ich glaube, Manuelsen hat Krieg in seinem Leben gefühlt, die er wegen seiner Hautfarbe führen musste. Ja. Darum habe ich auch über die Jahre, ich war nie ein guter Freund von ihm, ich habe ihn auch nie wirklich gemocht. Also er hat halt immer mit meinen Leuten Ärger, so, weißt du, und wenn jemand mit den Leuten Ärger hat, dann was willst du machen? Du musst ja irgendwo mit zu den Leuten stehen. Und dieser Junge hat oft Dinge gesagt, die ich immer richtig fand, weißt du, aber ich konnte ja nicht sagen, ja, er hat recht. Oder das stimmt, was er sagt. Weil er mit meinen Leuten halt Ärger hatte. Jetzt kann man sagen, okay, wenn du aber straight wärst, würdest du es machen. Ja, aber wenn ich aber loyal bin, mache ich es nicht. So, aber ich bin, guck mal, man kann über mich alles sagen, was man will, aber ich bin immer loyal. Gerade meinen Leuten gegenüber. Ne? Auf jeden Fall, dieser Junge hat, glaube ich, viel Scheiße fressen müssen in seinem Leben. Gerade als Schwarzer in einer arabischen Community. Sag mal, Kanaken-Community. Ist nicht einfach, glaub mir. Ich habe es ja selber gesehen bei meinem Kumpel. Schöne Grüße an Bundo an der Stelle. Darum muss man auch die Sache ein bisschen anders betrachten bei Manuelsen. Und man muss sich einfach anpassen, weißt du? Schäfer, ich als einziger Arme werde jetzt irgendwo in Harlem groß und dann nur Schwarzen. Willst du mir sagen, es wird einfach für mich? Und sich da durchzusetzen, ist eine Mammutaufgabe. Darum, ich habe gar nichts gegen diesen Jungen. Ich habe auch noch nie was gegen ihn gehabt. So. Und wir haben auch nichts gegen Schwarze. Also, falls jemand darauf hinaus will. Ich mache Rap-Musik, Digga. Wer hat Rap erfunden? Schwarze. Also ich mache diese Musik. Oder abgesehen davon, ich will jetzt nicht auf meine, krasser Prediger machen. Ja? Meine Idole sind alle schwarz, Digga. Oder Herz, ganz kurz, ich will nicht auf krasser Prediger machen. Aber jeder weiß, in unserer Religion ist Rassismus einer der schlimmsten Sünden. Ja, ja. Ja? Also, du kannst gar kein Muslim sein, wenn du Rassismus... Rassismus wurde, geht gar nicht. Rassismus wurde im Islam abgeschafft. Komplett im Islam wurde Rassismus abgeschafft. Der erste, der zum Gebet aufgerufen war, war ein Schwarzer. Ja, das war Imam Bilal, ja, radiallahu anhu. Er war der erste, der zum Gebetsruf aufgerufen hat. Ja, damit hat und er war ein Sklave. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn befreit. Und dann kam ein Vers im Koran, Allahu alam, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Araber und einem Nicht-Araber, außer in der Gottesfurcht. Ja. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht auf einen, der sich überkrass auskennt, aber das haben wir auf jeden Fall mitbekommen von unseren Eltern und das weiß jeder. Also falls einer der denkt, dass ich irgendwas gegen ihn hatte oder einer von uns, weil er schwarz war, ich schwör auf meine Mutter, das stimmt einfach nicht. So, ich hatte mit ihm halt ein Problem, weil er halt über meine Jungs geredet hat, weißt du? Da ist damals Shindy oder Bushido. Was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht mit jemandem jeden Tag chillen, danach... Das ist doch normal. Das glaube ich, das wird doch jeder verstehen. Oder es gab eine Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wer das nochmal, von wem diese Überlieferung ist. Aber die Geschichte ging ungefähr. Einer hat sich lustig gemacht über einen schwarzen Mann. Und der schwarze Mann sagte zu dem Mann, der sich lustig gemacht hat: Machst du dich lustig über meine Hautfarbe oder machst du dich lustig über den Zeichner? Den Maler. Über den Maler. Es ist genau das Gleiche. Gott ist der Maler. Und wer ist der Maler? Gott. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist der Maler gewesen, ja, natürlich, von jedem. Ja, schön, ja? Ja, ja. Und die Farbe hat ja auch Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen gegeben. Ja? Ja, wie weiß, schwarz,
Dings, Braun und so weiter. Um die Sache jetzt hiermit zu beenden, das Thema, ich habe nichts jemandem helfen. Im Gegenteil, ich finde die sogar eigentlich cool, Alter. Schöne Grüße an Manu. Bruder, ihr wolltet doch auch alle Therapie drehen. Ja, schöne Grüße an Manu. Wenn es die Zeit zulässt, machen wir das, inshallah. Also meinetwegen sehr gerne. Bleib gesund, Dicker, deine Familie auch, deine Kinder auch. Peace. Ja, nächste Frage, würde ich sagen, war Meinung zu Rimmus und Tschetschen. Was fragt ihr da für Fragen, ja, Dicker? Richtige Fitner-Fragen einfach. Ali, bist du auch? Ja, ich muss kurz nicht diese Fragen lesen, Digga. Jetzt mal jetzt ehrlich, langsam macht es mir keinen Spaß mehr hier. Assalamu alaikum. Ali, was ist mit deiner Transformation? Du wolltest doch durchziehen. Lass dich überraschen, Bruder, lass dich überraschen. Warte mal ein paar Monate, was wenn Ali sitzen wird. Ja, Modelmaße, sag ich dir, du. Ja, kann ja keine Frau mehr widerstehen, du. Können sie jetzt schon nicht, aber dann sowieso nicht. Lieblingspasta, Ali. Was ist da am liebsten? Pasta Aurora, Pasta. Tagliatelle Aurora, Picante. Okay. Sagt mir sehr viel. Tagliatelle mit Tomaten-Sahnesoße, scharf. Filetspitzen würde bestimmt. Filetspitzen natürlich auch. Sie, sie. Und auf Italienisch Filetspitzen? Das weiß ich jetzt nicht. Filetto, was hast du mal gesagt? Filetto, Capramento. Oder ich mag auch gerne Tagliatelle Aurora Frutti di Mare. Grande. Ja, auf jeden Fall. Wo ist Bruno? Ja, Bruno, Alter. Bruno ist immer noch nicht da, ich schwöre dir. Ohne Witz jetzt. Bruno, die Geil. Ey, wir machen genau eine Stunde, ne? Nur noch ja. 15 Minuten so. Ja, machen wir. Ah, Leute, Kalaschnikow. Bruno, du alte Sau. Ey, wer kann mir PS5 besorgen? Gibt es die eigentlich schon oder gibt es die noch gar nicht? Oder gibt es auf eBay für 900 Euro? Und wie kommt, was kostet die eigentlich? 500. Also 400 Euro Zuschlag. Genau. Weil die wollen damit so Geld machen, so wie bei Yeezys und so. Genau. Wahnsinn. Well, magst du Pfirsich? Naja, warum nicht? Ich mag alle Früchte. Am liebsten mag ich Maracuja, Wassermelone. Wassermelone ist am besten, finde ich. Du musst mal, wenn du richtig Durst hast, eine Wassermelone essen. Boah, echt? Wahnsinn. Krass. Das ist voll lecker, ey. Ali, mach mal TikTok. Das kam auch schon hier ein paar Mal. TikTok, Alter? Aber was muss da genau? Ich hab, glaube ich, TikTok, aber ich weiß nicht, wie das geht. Digga, du machst halt einfach irgendwelche lustigen Videos. Und. Ja. Lustige Videos. Oder auch ernste Videos. So, wo ich so ernst die Kamera gucke, so. Einen auf krass mache. Kennst du die Typen, die so Instagram-Story machen, so? Da kenne ich einige. Alter, Wallah, was ist. Was, wer hat dich in den Arsch gefickt, dass du so eines. Wie kann man sowas machen, Wallah? Also die machen so Insta, also richtig ernste Bix in die Kamera, so schön, wie geht's? Aha! Alex Blitz. Blitzi! 2 Euro, du Geier, du! 2 Euro, Alex, du Geier! Ich hab dich erfunden! Ich hab dich damit rausgebracht! Ich hab dich damit entdeckt! 2 Euro! Für deinen Mentor, 2 Euro! Mann! Bester Mann, Alex Blitz. Alex, ich will dir was sehen. Meinung zu AZ. AZ. Starker Künstler. Ja, Zahlen lügen nicht, oder? Läuft doch bei dem. Schöne Grüße. Zahlen lügen nicht. Aber da habe ich noch nie gesehen, glaube ich, AZ. AZ und Suna, Alter, voll geil, Mann. Die KMN-Gang. Nee, alles cool. Schöne Grüße an die Jungs. Meinung zu PA Sports. Na, PA. Jetzt machst du so. Ali. Mit Herz drin. Da werde ich rot. Sei ganz ehrlich, da werde ich rot. Miniman, Ali, magst du Rollschuhfahrer? Rollschuhfahrer? Entweder der Typ Humor oder du bist ein richtiger Spastiker. Magst du Rollschuhfahrer? Das ist der einfach rausgegangen, der Weile. Soll ich mal in Zukunft rausschmeißen aus dem Live-Chat oder soll er drinnen bleiben? Ich muss jetzt schreiben.
Entweder schreibt ihr Wael rein oder Wael raus. Wer zuerst 10 hat, gewinnt. Also die ersten 10 gewinnen. Raus, raus. Rein, rein, raus. Also eigentlich mehr raus. Oh, ist schon viel raus. Ne, rein auch viel jetzt. Ja, ist so ein Zwischending. Kann man die abstimmen eigentlich bei YouTube? Geht das? Umfrage machen? Und der wisst, was wir heute machen, wa? Der würde weinen, glaube ich. Leute, kann man Abstimmung machen? So, ich bin wieder da. Cool. Ein bisschen motivierter. Cool, dass du da bist, Dicker. Ach, was geht ab? Schreiben die alle raus, rein, was meinen die damit, ja? Rein, raus, rein, rein, raus, rein, raus, rein. Keine Ahnung, was er meint, Alter. Keine Ahnung, was er meint. Meinung, 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 Meinung. Da ist einer, der ist witzig. Ich habe den Namen vergessen. Der ist wirklich, der stellt so richtig hängengebliebene Fragen, aber er will mich verarschen, dann denke ich schon dumm. Ah, Freundchen, musst du aber ein bisschen früher aufstehen, du. Wael rein. Wael, bester Mann. Assalamu alaikum. Meinst du Stuhlen? Cool, Juhatar. Ja, ist drin. Hab ich auch vor. Mach mal, Leute, da gibt's auch hier Hadid. Klopf, da sind Leute drin. Ja, Leute. Klopf einfach, das ist jetzt jemand, die machen die auf. Genau, Arafat, Arafat? Nein, nein. Brüder, was ist das? Ja, ich glaub schon. Keine Ahnung. La 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 la. Was ist da? Meinst du Shawarma? Abid Mirai, hey, 220. Bruder, macht mal Adler für uns Albus. Abid ist mein Cousin, ersten Grades, mütterlicherseits. Und er spendet mir 2,29 €. Du bist ein Geier, Abid, ein Geier. Ja, ich finde es heute ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Heute ist ein bisschen lustig. Naja, es geht. Mir macht Spaß heute. Also Sonntag hat mir gar keinen Spaß gemacht, fand ich, ehrlich gesagt. War ein bisschen langweilig. Nee, mit Mo Comedy? Nee, Mo war gut. Ja, war doch Sonntag, Bruder. Ja, Sonntag war gut. Voll geil, aber. Oh, du hättest mal die Schnauze, mein Freund. Du hältst das Maul. Was sagt ihr dazu, dass Jürgen Tötenhöfer, die Frage wurde schon tausendmal gestellt, eine Partei gegründet hat? Ich habe davon nichts gehört. Ich befasse mich auch gar nicht mit irgendwelchen Parteien und Politik. Das juckt mich nicht. Ali, kannst du mal bitte dein Handy wegpacken? Nö. Was haben wir Donnerstag? Morgen Videodreh. Leute, damit ihr Bescheid wisst. Am 4.12. kommt meine nächste Single. 3XL Plus heißt die. Kennt ihr die Rapper? Die Remix. Also, schöne Grüße. Hammer! Was steht da? Überlegt euch irgendwelche Themen. Und redet einfach drüber. Danke für den Rat, Digga. Na. Warum? Wir hatten ja heute ein Thema. Ich wollte eigentlich nur den Gewinner bekannt geben, aber dann bin ich so in Flow gekommen. Wisst ihr, was ich meine? PS Sport ist im Moschidos Team 31. Das hast du gesagt, das weiß ich nicht. Welche Jordans? Elber. Ich mag die Elber am meisten. Ich habe die auch in jeder Variation, glaube ich. Wow, Ali, redet mal über Thema Frauen. In jeder Moschee. In fast jeder Moschee. Thema Frauen, was soll man da reden, Bruder? Da, wo ich gerade bin, einfach bete ich. Wo ich gerade in der Nähe bin. Die Frauen machen einfach verrückt. Zurzeit in der türkischen Moschee. In Charlottenburg. Wer ist Chris Watts? Coole Truppe, seid ihr? Salam aus Frankfurt. Schön, dass du zurück aus Frankfurt. Salam, Bruderherz. FFM, Motherfucker.
So, ich finde, es reicht bald. Ja, Mann. Es reicht. So, Leute. Es hat wieder mal Spaß gemacht heute mit euch. Wir sehen uns wieder am Sonntag. Schöne Grüße nochmal an Joshua, den Gewinner des Gewinnspiels. Joshua, du hast gewonnen. Wir quatschen nochmal alles und dann lade ich dich nach Berlin ein. Und dann gehen wir zur Overkill, machen schöne Videos und so und dann machen wir alles gut. So, Leute, bleibt auf jeden Fall alle gesund, Alter. Schöne Grüße an euch und eure Familien. Am 4.12. kommt Ali Boumaier, der neue Ali Boumaier, seine Single. Vergisst alles, was bis jetzt da war. Es geht jetzt neu los. Wir werden alles auseinandernehmen. Ich gebe euch Brief und Siegel. Also, Leute. An dieser Stelle noch schöne Grüße an Ragazzos Barbershop. Beste Barbershop in Berlin auf jeden Fall. Nicht mal ein bisschen. Für mich schon. Mountain Man, Habib, ja. The Mountain Man. Ragazzos Barbershop. Ich habe ein 5, wir haben gewettet, ich habe 5 Barbershops-Pakets gewonnen. Im Wert von 40 Euro. Stark. Voll geil, aber Habibi. Leute, vertraut ihr mir oder vertraut ihr dem Esel hier? Mountain Man's, The Mountain Man's Barber. Bergmannstraße 112. Geht einmal dahin. Danach schreibt ihr mir persönlich. Wenn euch das nicht gefallen hat, ich gebe euch euer Geld wieder. Ich dafür stehe ich in meinem Namen. Mountain Man's, The Barber of the Barbers. Peace!